Breaking Borders, was bedeutet das für Sie persönlich? Ja, wenn Grenzen eingerissen werden, ist das immer gut. Wir leben in einer globalisierten Welt, wo im Grunde genommen durch das Internet jeder mit jedem zu jeder Zeit an jedem Ort kommunizieren kann. Das ist ein gigantischer Fortschritt, wenn man sich zurückerinnert, 20 Jahre, 40 Jahre, 80 Jahre, 100 Jahre. Neben der Geschichte der Menschheit hat es eine derartige Kommunikationsmöglichkeit gegeben. Und das ist fantastisch. Das befähigt jedermann. Zugang zu Wissen, Zugang zu Kommunikation, Zugang zu neuen Freunden, Zugang zu neuen Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. Das beinhaltet ja auch die Meinungsfreiheit, Freedom of Expression. Was bedeutet das für Sie und haben Sie da vielleicht Erfahrungen, die Sie uns mitteilen können? Ja, die Meinungsfreiheit ist sicher sozusagen Eckstein aller menschlichen Freiheiten, denn die Meinungsfreiheit ist sozusagen von Beginn an ein Element gewesen, was der Mensch gebraucht hat, um sich weiterzuentwickeln. Er hat sich ausgedrückt, sich ausgetauscht mit anderen. Das heißt, Kommunikations-, Informationsrechte sind eigentlich von Anfang an da. Das wurde damals noch nicht Recht genannt im alten Griechenland. In der Agora war das auf ein normaler Platz. Man ging also auf den Markt und tauschte seine Gedanken aus, frei, ohne dass einer kontrollierte. Deswegen ist freier Markt und freier Meinungsaustausch auch so eng miteinander verbunden. Das Problem ist, glaube ich, in unserer heutigen Zeit, dass man begreifen muss, dass der Eigentümer des Rechts ist das Individuum. Das ist ein Individualrecht. Regierungen verleihen das nicht den Bürgern, sondern die Pflicht von Regierungen ist zu schützen, dass der Bürger dieses Individualrecht auch nutzen kann. Ich selbst bin in der DDR groß geworden, weiß, wovon ich rede. Wenn also die Regierung sich nicht verpflichtet fühlt, den Bürgern das Recht auf freie Meinungsäußerung zu garantieren, obwohl sie in der Verfassung der DDR stand. Und ich glaube, gerade der Ruf nach dem Recht auf freie Meinungsäußerung als ein Individualrecht, was entweder von den Medien noch von der Regierung oder von der Wirtschaft gegeben wird, sondern was dem Einzelnen gehört, hat die ganze Wende möglich gemacht. Ich war selber am 9. Oktober in der Nikolaikirche in Leipzig und entsinne mich dort, dass dieses Recht nach freier Meinungsäußerung einer der zentralen Elemente war, die die Wende hervorgebracht haben. Und ich finde, das ist ganz wichtig in heutiger Zeit. Es geht also nicht nur um Medien- und Pressefreiheit, denn die Medien und die Presse ist im Grunde genommen, hat sich dieses individuelle Recht nur geborgt. So, die Medien und die Presse sind verpflichtet eigentlich, dem Individuum zu dienen, denn der Eigner des Rechtes ist das Individuum. Und deswegen ist also dieses Recht auf freie Meinungsäußerung so eine fundamentale Angelegenheit für die individuelle Entwicklung und eine demokratische Gesellschaft. Meinungsfreiheit im Internet. Wohin geht Ihrer Meinung nach die Reise? Ja, da gibt es keinen großen Unterschied. Das ist ein Recht, was eigentlich in der Französischen Revolution schon erkämpft wurde, was dann also später immer wieder eine große Rolle gespielt hat, in der Menschenrechtsdeklaration verankert ist, zu Zeiten, als es kein Internet gab. Und in der Menschenrechtsdeklaration steht ja auch drin, dass man also sich ausdrücken kann in Schrift, in Bild, in Ton und in jedem Media, in any Media, in jedem Medium. Also haben die Väter der Menschenrechtsdeklaration das Internet quasi schon von weggenommen. Das Internet hat jetzt praktisch dieses vielleicht etwas nur so theoretische Recht jetzt wirklich in ein praktisches Recht verwandelt, weil nun wirklich jeder mit jedem frei kommunizieren kann. Die Risiken sind genau dieselben wie vor 50, vor 100 oder vor 200 Jahren, dass es starke Kräfte gibt, die ich sowohl auf der Regierungsseite als auch auf der Seite der Privatwirtschaft lokalisieren würde, wo bestimmte Kreise dort dran interessiert sind, dass diesem Recht engere oder ganz enge Grenzen gesetzt werden. Wir haben die ganzen Problemfälle, Iran, Tunesien, China, Kuba, Russland und so weiter, wo Regierungen sagen, also im Interesse des Schutzes der nationalen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung müssen wir das einschränken, das ist ein großes Risiko. Auf der anderen Seite sind aber auch viele Unternehmen durchaus sozusagen daran interessiert, dass also nur die Meinungen ausgedrückt werden, die also günstig sind für ihre eigenen Geschäfte. Und ich würde sagen, nicht jeder mag also auch als Unternehmen dann öffentlich auf dem Markt kritisiert zu werden. So, das heißt, es gibt Gefährdungen für das Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet, aber die sind der Natur nach nicht anders als die Gefährdungen, die wir seit den letzten 100 Jahren kennen. Im Gegenteil, ich würde sagen, die Möglichkeit, diesen Gefährdungen entgegenzuwirken, sind heute so groß wie nie zuvor. Und was wären Ihre Wünsche für die Meinungsfreiheit im Internet? Ja, noch mehr Freiheit. Und Möglichkeit, dass jeder das Internet nutzen kann. Wir haben jetzt 1,7 Milliarden Menschen, die online sind.
Bei 6,5 Milliarden sind ungefähr 4, noch was noch nicht online. Wenn es gelingt, diese alle ans Internet zu bringen, dann haben wir den Zustand, den die Menschenrechtsdeklaration von 1948 sich eigentlich wünscht.